So, wir sind jetzt draußen aus dem verlassenen Tempel. Das heißt, kurz heilen und dann aufstocken an Ressourcen, Essen, was weiß ich. Können wir behilflich sein? Damit wir das Ding endlich leer bekommen und die Spinnenkönigin tot. So, das heißt, nächster Halt, Taverne. Zwischendurch mal gucken. Verzauberer. Schön, dass du da bist. Steigert den Schutz vor den vier Elementen um konstant 20. Verlangt von allem Gold, das ihr findet, 10%. Okay. Also noch nicht so wirklich interessant, weil wir primär gegen Nahkämpfer kämpfen. Aber später sollten wir Verzauberer unbedingt im Blick behalten. Fassbinder Lehrling. Schön, dass du da bist. Für alle Charaktere 2 Punkte Bonus auf alle Zauberspruchfähigkeiten. Das ist eine Menge. Also im siebten Teil wurde das ja unterteilt auf Klerikal und Elementar. Hier wird anscheinend nicht mal zwischen Gut und Böse und Elementar und Klerikal unterschieden. Das ist sehr schick. 5% von einem Gold. Ja, warum nicht? Hallo, komm herein. Komm Essen, schlafen, Flaschen. Sieh dich ruhig um. Sehr gut. Oh, das war die falsche. Egal. Vielen Dank. Du gibst das mal an sie. Wegen den Gegengifttränken, ne? Da waren die Flaschen sehr wichtig. Das heißt, wir gehen auch gleich noch zum Kinkerlitzchenhändler, gucken, ob der noch leere Flaschen oder andere Tränke im Inventar hat. Dann passt das. So, eine Reihe gelb voll. Das sollte eigentlich erstmal reichen. So. Wissenschaftliche Experimente kommen erst später, wenn wir mehr Lebenspunkte haben. Kenne ich nicht. Ganz viele Bögen, die wir nicht benutzen können. Keine Nahkampfwaffe. Du brauchst eine Keule. Und du brauchst einen Dolch. Aber das können wir auch später holen. Wir finden bestimmt irgendwo was. Kinkerlitzchen. Die werden bestimmt noch schlafen. Weil es Kinkerlitzchen sind. Kann ich dir beim Suchen helfen? So, leere Flaschen, Mana-Trank. Sehr gut. Stahlhelm. Hat jeder von uns schon einen Stahlhelm oder besseres? Oh, Beschützerhelm. Ich glaube, den hat noch nicht jeder von uns. Der ist gekauft. Du bist gekauft. Rüstungsklasse plus 3, Reaktion. Intellekt plus 5. Haben wir aber gleich kein Geld mehr. Ich glaube, das reicht erstmal. So, du Helm. Du hast auch schon so einen guten, du hast einen Lederhelm, du hast eine Krone. Gib mir mit den Lederhelm an Gerogon, weil die Kronen haben keinen Rüstungsschutz. Kenn ich nicht. Kennst du nicht. Ja, okay. Essen, trinken. Gift geheilt. Flaschen gekauft. Die Apfelbäume könnten wir noch abklappern. Damit wir mehr Äpfel dabei haben, um nicht so schnell wieder zurückzulaufen. Die Frage ist jetzt nur, wo waren die Apfelbäume? Ich glaube hier. Ja, genau, da sind sie. Sehr schön. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Also wenn das jetzt nicht reicht, um da durchzukommen, vor allem die ganzen Flaschen. Ich bereite schon mal ein, zwei Gegengifte vor. Es hat geklappt. Geschafft. So. Also wie gesagt, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber es müsste es. Auf jeden Fall. Gute. Und danach können wir nach Castle Ironfist. Und dann geht das Spiel erst richtig los. Mwaha. Apropos Mwaha. Da. Da, da. Oh, ein Fackellicht. Nicht du. Du. Du kannst währenddessen weiter segnen. Und Präzision und was weiß ich. Da. Und die plus 2 auf alle Fähigkeiten bedeutet jetzt zum einen, dass unsere Buffs länger halten. Und zum anderen, dass fast jeder Zauberspruch mehr Schaden macht. Weil sie hat ja
den Eisstrahl. Ah ne, der macht immer 2 bis 6 Schaden. Immer 2 bis 6 Schaden. 2 Schaden plus 1 Punkt. Ja, nee. Also wirkt es sich auf ihren Feuerstrahl aus. Weil er macht 1 bis 4 pro Fähigkeitspunkt. Das heißt, allein durch den Charakter macht er jetzt schon mal 2 bis 8 mehr, was schick ist. Und bei ihr der Bolzen, ne? 8 Schadenspunkte plus 1 bis 2 pro Fähigkeitspunkt. Okay, also bei Lay haben wir durch den neuen NPC 2 bis 4 Schaden mehr. Ist zwar jetzt nicht so die Welt, aber jedes bisschen hilft. Wir können mehr töten, wo wir schlafen müssen. Das ist das Wichtigste. Präzision hatte ich jetzt schon bei allen, ne? Segen, Präzision. Nein, hatte ich nicht. Nimm, da. Aha. Kommst mit. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zu dem großen Abzweigraum und da muss ich die Karte genau angucken, wo wir jetzt lang mussten und nicht. Da habe ich mich jetzt ja doch schon ein paar Mal verlaufen. Leiche. Nix. So, ich sehe Gegner, aber es sind keine richtigen Gegner, die sind unter uns. Was schon mal ein guter Indikator dafür ist, wo wir hin sollten. Karte. Zoom. Wir müssen rechts rum. Da. Dann haben wir einmal diese Cobra-Ecke. Wobei wir der Vollständigkeit halber jetzt ja doch mal da reingucken sollten. Genau. 15 Trefferpunkte gerade. 12. Wow. Sehr schön. One Hit. Also ja, der NPC war eine super Idee. No. Meine Königskopa. Kopa könnte gehen. Königskopa. Ne, lass mal das. Sammeln. Du bist angeschlagen, jetzt willst du noch so komisch laufen. Also noch ein paar mehr, hm? Dafür sind die Zauberpunkte gleich alle. Ja, okay. Erster taktischer Rückzug kommt gleich. Also dieses Rückwärtslaufen und Schießen ist kein taktischer Rückzug. Das ist einfach nur Taktik. Taktischer Rückzug ist Rücklaufen und Schlafen. Mitten im Feindesgebiet quasi. Da lang. Es könnte jetzt problematisch werden wegen den Gegnern im Boden. Oh nee, sehr schön. Also, Auge. Licht. Präzision. Töten. Du, nochmal Präzision. So, dann fehlt noch Segen. Es sind nicht mehr so viele rote Punkte. Und einer weniger. Und da liegt ein Cobra-Eier. Was ja auch Sinn macht. Aber die wollte ein NPC im Dorf kaufen. Aha. Ich hab's. Oh, das sieht schick aus. Kenn ich nicht. Aha. 3d4 plus 4, das kannst du dir mal angucken. Kenn ich nicht. Ah. Das kann weg. So. 2d4 plus 5 macht 7 bis 13, richtig? Ich glaube schon. Und du machst 7 bis 16. 10. Oh, habe ich mir gerade verrechnet. 3d4 sind 12. Plus 4 sind 16. Ja, ist okay. Du kannst weg. Du brauchst echt einen Schildskill. Ich weiß nicht. Aha. Stahlhelm, ja. Wobei, komm, du kannst eigentlich schon den hier anziehen. Wir wissen, der ist auf jeden Fall besser als die anderen. Wir wissen nur nicht, was für Boni er hat. Weil es gibt ja keine schlechten Verzauberungen. Was aber auch ein recht interessantes Feature wäre. Also verfluchte Gegenstände quasi.
so für Might and Magic 12 oder so. Oh. Erstes Gift. Zweites Gift wird auch gleich kommen. Jo. Komm. Geh weg. Geh. So, dich noch. Dein Gift. Rückzug. Ah, wir haben ja genug. Jedenfalls für die Runde jetzt. Also, weg. Weg. Es hat geklappt. Geschafft. Es hat geklappt. So. Es hat geklappt. Reiten wir schon mal vor. Es hat geklappt. Einer. Geschafft. Geschafft. Es hat geklappt. Zwei. Geschafft. Es hat geschafft. Drei. Okay. Schlafen. Maha. Facklicht. Ganz schön viele Kobra-Eier und Segen. So. Also es waren doch Spinnen da unten. Ich hätte das irgendwie hier für eine reine Kobra-Ecke gehalten, aber anscheinend nicht. Und warum auch immer eine Truhe mitten im Kobra-Nest liegt. Muss irgendjemand ganz schön paranoid gewesen sein, um sich hier reinzuwagen und seine Wertsachen hier zu verstecken. So, was haben wir hier noch? Irgendwas ist über uns. Das ist sehr komisch. Hey, warum sind wir... Was zur Hölle? Achso, die haben von oben durch die Wand durchgebissen. Das finde ich nicht so schön. So. Queen Spider, okay. Du hast durch die Wand gebissen. Spinnenkönigin ist tot. Herz. Sehr schön. Das ist irgendwie trotz Fackellicht ganz schön dunkel hier. Ha. Eine Tür? Mitten in einem Spinnennest? Ich muss sterben, ich will schlafen. Jo, alles sicher. Okay, schlafen, schlafen. Ja, vergessen, dass sie Gifte hat. Aber das können wir ausgleichen, ist okay. Du, waha, du, Fackellicht. Euch beiden töten. Lauf. So. Du segnest sie. Und dann lassen wir sie auch gleich mal ausgewählt zum Entschärfen. Ich hab's. Oh. Sehr schön. Gefährliche Keule, die kannst du gleich tragen. Aha. Und das kann weg. So. Hier ist nix. Da ist was. Ah. Durch dieses Amulett. Hier ist nix. Ah. So. Ging's noch irgendwo weiter? Ja, ich glaube schon. Also hier wollten wir eigentlich gar nicht hin. Ich dachte ja, hier wären Kobras und das macht gar keinen Sinn, hier hinzugucken. Der Plan war ja eigentlich, hier hinten irgendwo weiterzugehen. Ich glaube hier. Du. Heilung. Nijewa, ja. Das heißt, wir machen jetzt hier noch alles kaputt. In Hoffnung, dass hier noch irgendwas versteckt ist. Nächste vergiftet. Ist okay, wir haben drei vorbereitet. Also hier ist schon mal zacken härter. Mit roten und blauen Spinnen und was weiß ich. Vielleicht finden wir noch mehr gute Kisten. Oh. Oder einfach nur den Tod. Ach, wieder Mäuse und Kobras. Ist okay. Solange das leichte Kobras sind.